So, ich erzähle euch ganz kurz was über die Funde, die ich gemacht habe, bestimmte Zeichenketten in Datenbanken zu erzeugen, hinter Filtern. Es wird nicht sehr lange dauern, es ist nicht sehr viel, was da so an unterschiedlichen Dingen aufgetreten ist. Aber ich fange einfach mal an. Ich verbinde mich zu meinem Server. Schön. So, machen wir SQL auf, ganz einfach. Und das, worüber ich jetzt reden will, ist, wie erzeuge ich Admin? Also der einfachste Weg ist natürlich das hier, schlicht und ergreifend. Kann natürlich sein, oh, Admin darf nicht drinstehen. Na gut, nehmen wir das nächst schlechtere. So. Oh. Manchmal reicht das. Andernfalls, oh, es ist doch irgendwie case-insensitive gefiltert. Ich muss nochmal genauer oder nochmal was anderes machen. Benutze ich das hier? Funktioniert genauso. Es ist teilweise ganz schön erstaunlich, was sich in so einer Shell für Möglichkeiten finden, die eigentlich nur dafür gedacht ist, mal eben ein paar Daten abzufragen. Also es geht in dem Fall auch weiter. Vielleicht könnte Concat verboten sein oder sowas in der Art, dann tut's auch das hier. Oder es wird noch besser. Anführungszeichen dürfen nicht verwendet werden. Das ist schon ein deutliches Problem, aber nicht für MySQL. Ups! Oder vielleicht doch. Gut. Admin darf in keiner Form drinstehen, auch nicht vorwärts und nicht rückwärts, dann haben wir das hier. Um zurück zum Thema zu kommen, Anführungszeichen sind verboten. Tja, dann benutzen wir einfach diese Form hier. Unglaublich oder wahr, das wird unterstützt. Moment, ist das Little Onion oder Big Onion? Ah, Das okay, ist Big direkt und hängt auch vom aktuellen Charset ab. Apropos Charset, das kann man natürlich wieder auch machen. Ich sage Select und mache das hier. Hält genauso Strings ab. Besonders witzig wird's, das Ganze kann ich nicht nur mit Zahlen machen, sondern mir auch aus Build in String zusammenklauben. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ergibt auch Admin. Ich kopiere das zusammen aus der Collation von einem Line Break. Das ist nämlich der String Binary. Da nehme ich einfach einen Substring draus. Dann Monday, November und den Rest wieder aus Binary. Also ich klebe das so ein bisschen zusammen aus irgendwelchen Built-in-Strings, von denen ich Substrings nehme, führt zum gleichen Ergebnis. So, und das Verrückteste, was ich einmal gefunden hatte, diesmal achte ich jetzt nicht mehr auf Case, oder das Verrückteste, worauf ich einmal getroffen bin, ist das hier. So. Base 36. Korrekt. Ich konvertiere die Zahl 17, schieß mich tot, von Basis 10 zu Basis 36. Und das als allerletztes habe ich das jetzt nochmal zusammengesammelt, nämlich das Ganze kann ja auch noch sein, oh, weißt du, man will verhindern, dass Admin gemacht wird. Also verbietet man 0x, um dieses Hex zu verbieten, keine Anführungszeichen, keine Zahlen, keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund ist Conf erlaubt, nimmt man das hier. Ich schreibe mal kurz SA dahinter, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Es kommt auch Admin raus. Ich habe einfach die Zahl 17, also die großen Zahlen da oben in Primfaktoren, zerlege ich das aus Floor, Pi, Ceiling und Potenzen zusammengebaut. Und plus True und minus True und was am Ende rauskommt, ist halt genau das gleiche wie oben steht, nur ohne Anführungszeichen, ohne 0x, ohne Zahlen, ohne Char, ohne Hex, ohne Unhex, ohne Concat und. Und Version übrigens auch. Version ist nämlich 5 Punkt irgendwas Punkt irgendwas. Und wenn das einfach Plus macht, ist das ein 5. Ja, viel mehr ist es auch nicht. Einfach nur, um zu zeigen, dass manchmal ganz überraschende Dinge auftauchen. Genau, also dass manchmal strikt ein einfaches Filtern auf Strings überhaupt keine Sicherheitsmaßnahme sind, weil sie relativ einfach zu umgehen sind. So, und wenn man das jetzt verhindern will, dann nimmt man. Irgendwas, was nicht injectable ist. Ja, also Prepared Statements zum Beispiel, oder wie? Genau, man nimmt Prepared Statements, escaped vernünftig und
Ja, du machst keine komischen Filter drauf. Das ist Schlangenöl, das bringt überhaupt nichts. Das Das, sind Heuristiken. ja, es kostet dich mehr Zeit als den Angreifer. Das bringt tatsächlich ziemlich überhaupt nichts. Day for that. Cool.